Das wäre doof, wenn wir alle intelligent wären. Finde ich sympathisch. Ja, Sympathie hat viel zu mit zu tun. Ja. Ich finde viele Leute auch unsympathisch. Aber dann gehe ich einfach aus dem Chat und halt meine Fresse und sag nicht, no front, du bist eigentlich scheiße. Ich sag dir aber nicht warum. Ja, ich kann damit nichts anfangen. Wenn du wenigstens sagen kannst, ja, okay, das Thema Kinder interessiert mich nicht. Das interessiert mich nicht. Dann würde ich das verstehen. Aber zu sagen, ja, du bist scheiße, ich sag dir aber nicht warum, ist genauso hirnlos. Ja, es ist hirnlos. Also wenn du mir sagst, warum, kann ich wenigstens daran arbeiten. Wenn du mir nicht sagst, warum, kann ich nichts damit anfangen. Ja, dann kann ich dich auch gleich bannen. Ich hab Bock auf einen Quincy-Skin. Du bist eine Scheiße. Ihr könnt eure Meinung hier haben. Ich bin ja auch gerne dafür, wenn er sagt, du bist scheiße aus dem und dem Grund. Ich möchte das auch gerne wissen, ja? Auch wenn ich mit Menschen persönlich Kontakt habe. Ich möchte wissen, warum ich zum Beispiel scheiße rüberkomme. Wir machen alte Dublonen. Ihr könnt, der Code ist öffentlich. Ich möchte wissen, was sich stört, um daran zu arbeiten. Aber wenn mir einer sagt, ja, du bist einfach nur Kacke, ich kann daraus keine Essenz entnehmen. Hat er noch irgendwas geschrieben, der Paul, oder ist er einfach weggegangen? Ich habe ihn noch nicht gebannt. Ich habe ihn nicht getimeout. Er ist immer noch da. Hier ist der Paul Xet. Du hast leider nichts mehr geschrieben. Schade. Bist du Vater? Warum redest du über diese Themen? Ich betreue ehrenamtlich Kinder, Clemens. Hi, Dark Hunter wieder mit dabei. Ich glaube zwar, du hast die Woche schon mal mitgespielt, aber okay. Man kann da schon mal... Kann da schon mal ein bisschen was dazu erzählen. Es sind leider nicht meine eigenen Kinder. Leider, ja, es sind leider nicht meine eigenen Kinder. Ich hätte ganz gerne eigene Kinder. Was hältst du davon, dass der Gatling Monkey nicht mehr da ist? Schade, aber er wird sicherlich wiederkommen. No front, du bist cool, aber ich sag dir nicht warum. Das zum Beispiel hören die Leute gerne. Was Positives müssen die Leute nicht begründen. Ja, deswegen, ja. Aber negativ, ich würde ganz gerne wissen, woran ich arbeiten soll. Aber leider schreibt das nicht mehr, das ist schade. Bist der Beste, regt sich nicht. Ich reg mich nicht auf. Und man muss auch nicht beleidigen, Adam. Ja, also ich finde jetzt nicht, dass er... Ich möchte es einfach wissen, weißt du? Ich finde es nicht verkehrt, dass er es sagt. Ich finde es halt nur verkehrt, wie er es sagt. Er schreibt leider nichts mehr. Es ist bedauerlich. Schade. Ja, aber überlege mal, wenn du das so siehst. Ich bin fett und ich habe keine Ahnung, was ich dir damit sagen will. Aber ich bin einfach fett, okay? Du, ja, was du machst, ist mir doch ziemlich stulle, oder? Wir machen mal Quincy hier oben hin. Hier, damit können wir sie nämlich an... Können Quincy an mehreren Ebenen angreifen. Leider wird Quincy damit ziemlich nutzlos. Ich finde, man kann auf beiden Plattformen gut streamen. Twitch und YouTube meinst du? Ja, aber ich habe einen YouTube-Kanal, deswegen streame ich auch eher auf YouTube. Hi Christian, mir geht's gut und dir? Kingdom Rush Front ist halb eine Stunde schon angespielt, Eri. Ich poste dir mal eine Übersichtsliste über alle Angespielte, die ich bisher gemacht habe. Da einfach mal nach dem Spiel suchen. Ich brauche das Geld übrigens nicht. Ich kann mit dem Geld nichts anfangen. Ich kann höchstens ein Gatling, einen Dings bauen, einen Sniper. Oder wir bauen einen Affenflieger. Das ist auch gut. Ja, bauen wir einen Affenflieger. Danke fürs Geld. Ich hätte es auch wahrscheinlich nicht gebraucht. Ich würde einfach bannen. Nee, es gibt keinen Grund, ihn zu bannen, Takarit. Warum sollte ich ihn bannen? Er soll sich seine Chance haben, sich zu äußern. Ist ja nicht so, dass ich es nicht hören möchte. Ich möchte es ja hören. Und seine Aussage, die juckt mich ziemlich wenig, wenn er nicht sagt, warum. Ja. Bye, habt ein Team, wir müssen auf Hauen zitten, ey, viel Spaß. Ich finde Kinder sind extrem schön, merke das an meinem Vater. Er freut sich oft über mich und finde, dass Kinder viel Freude verbreiten. Bereiten. Schluck auf Darky habe ich. Ich glaube ja, dass ich da Schluck auf hatte. Boah, eine Command gegen Tarn. Mehr, wir haben hier Quincy kann und Van Tarns sehen. Außerdem haben wir da vorne Ninja-Affen. Ich glaube, die kommen nicht mal bis hier hinten hin. Streamst du schon lange? Wir streamen heute seit einer Stunde 20 Minuten. Jetzt nur darauf auf, dass sie sich aufregen. Sie? Siehst du mich gerade? So alt bin ich auch wieder nicht. Was haben wir hier ausgehöhlt? Ja, solche Leute gibt's halt, ne? Welchen Quincy-Skin empfiehlst du? Den Wolfsrudel-Skin, den ihr hier seht. Bist du eigentlich ein Fury oder was hältst du davon, Furies? Ich hatte aber tatsächlich eine Phase gehabt,
wo ich so einen Fury-Anzug haben wollte, der aber irgendwie 1500 Euro gekostet hat, weil es eine Maßanfertigung ist. An sich finde ich das cool. Ich hatte diesen Fury-Hype, nachdem ich Dust gespielt habe. Weil ja Fidget im Endeffekt auch ein Fury ist. Soweit ich das noch in Erinnerung habe. Ja, gibt halt Leute, die stehen darauf, meine Phase ist da vorbei. Ich finde dich cool, allerdings finde ich deine Videos ein bisschen langweilig, das hätte ich zu meinem Geschmack. Aber was genau findest du da? Findest du die BT6 Videos langweilig oder die anderen Videos? Bei BT6 reden wir vom Live-Chat. Sollte halt nicht unnötig langweilig sein, ne? Alexi, das kannst du dir mal sparen. Was hältst du von Fortnite? Ich habe mal angespielt dazu gemacht, finde ich nicht gut. Wie viele Videos entstehen aus einem Stream? Na, je nachdem, wie viele Matches wir spielen, ne? Jedes Match ist ein Video. Ist voll komisch, im Chat immer zu lesen, hi Darky, weil meine Freunde mich nicht Ducky, sondern Darky nennen. Nice. Die BTD6 Videos, aha. Weil du sie schon kennst, Dadok, oder wie? Also wir hören ja den Livestream, wir kommunizieren eigentlich über den Livestream. Eigentlich das Spiel an sich ist ja, es ist nebensächlich. Das Einzige, was du halt machen kannst, du machst ein Video an, drehst das Display um, damit es dunkel ist, der Raum, und schläfst abends ein. So als entspannte Unterhaltung. Ich glaube, das ist eher so, was die meisten, was ich zumindest mehr feiern würde. Weil das Spiel steht für mich auch nicht im Vordergrund, muss ich sagen, ja. Das Spiel alleine würde ich nicht spielen wollen, weil es langweilig ist. Stimme ich dir zu. Aber da ich mich, eigentlich gucke ich die ganze Zeit nur auf den Chat. Ja. Das Spiel ist so nebensächlich. Und ich stimme dir zu, das Spiel an sich ist langweilig, weil es immer wieder wiederholend ist. Stimme ich absolut zu. Aber wir unterhalten uns eigentlich primär im Chat. Ich habe schon mal League of Legends gespielt. Ich habe auch über 3000 Videos davon auf meinem Kanal. Cringe, kannst du dir gerne alle angucken. Klick mal ein paar Mal auf den Kessel und da kannst du... Ich kann leider nicht, weil es ist nicht mehr meine Ebene. Na gut, der wird durchkommen. Ist dann halt so. Aber ich kann den Kessel... Klar, kann man den Kessel anklicken. Findest du, man sollte Geld in Affengeld ausgeben? Definitiv nicht God of Anime. Spart es euch, euer kostbares Geld darin zu investieren. Das könnt ihr nämlich alles freischalten. Kennst du Domtendo vom Namen her, ja? Awesome. Kein Kingdom Rush Frontiers? Bist du sicher? Ich gucke. Kingdom Rush. Frontiers, hast recht. Habe ich nicht gemacht, weil es 2,09 Euro kostet. Genauso wie Kingdom Rush Origins kostet 3,09 Euro. Angespielt mache ich in der Regel, wenn sie umsonst sind. Und na, deswegen kann ich ja, wenn hier 100 Vorschläge kommen, die alle 20 Euro kosten, müsste ich 2000 Euro bezahlen. Das könnte ich nicht leisten. Habe ich falsch geskillt? Ich habe falsch geskillt. Ah, so schlecht. Wann hat man das Spiel durchgespielt? Sobald du auf jeder Map alle Medaillen gesammelt hast. Wir können hier natürlich noch eine verbesserte Sicht machen. Welcher Leutschirm ist auf deinem Profilbild? Zix. Angespielt 1 und angespielt 2 heißen die Commands, Janek. Ausrufezeichen angespielt 1, Ausrufezeichen angespielt 2. 1 ist, glaube ich, die Gesamtübersicht, 2 ist der Vorschlag. Du hast keine League-Videos auf deinem Channel. Doch, 3000. Über 3000 sogar. Ich kann explodieren und anderes machen. Vielleicht finden wir ja was, das wir hier kaputt machen können. Okay. Hast du mal Lust im Stream Minecraft zu spielen? Eher weniger, weil ich ja Minecraft noch viel langweiliger finde. Ich dachte, wenn man alle Achievements hat. Ich finde, für mich habe ich das Spiel durch, wenn ich jede Map auf jeder Medaille durchgeführt habe, abgesehen von Experten-Maps, die ich auf Chims unmöglich durchspielen werde wahrscheinlich. Weil es einfach zu schwierig ist. Wieso hast du so viele Helden? Weil das Koop ist BIM. Wie heißen die denn? Hier habt ihr meine Projektübersicht, meine lieben Freunde. Klickt mal drauf, scrollt runter zu League of Legends, also zu L. Auf der rechten Seite. Und da habt ihr alle Playlists. Troll Games, One vs. One. Ich habe Turniere gecastet, ich habe Pro Games gecastet. Dann meine laienhafte Pro-Castung. Wir haben super viel gemacht. Wir haben Troll Games, habe ich damals Troll Games eingeführt als eigenen Modus. Die sind auch sehr witzig gewesen. Catch the Timo haben wir gespielt. Aram habe ich super viel gespielt, über 3000 Aram-Parts, glaube ich. Ranked haben wir gespielt, ich habe Team Ranked gespielt. Ich habe eigentlich alles gespielt. Ich habe OF gespielt, ich habe All for One gespielt. Für was würdest du Affengeld ausgeben? Helden oder Affen? Sowohl als auch, Janek.
Beides. Affenwissen ist aber erstmal wichtiger. Minecraft langweilig. Okay, jetzt raste ich nicht aus. Samsung, alles gut, ist deine Meinung. Ja, ich find's langweilig, muss ich gestehen. Rules are made to be broken. Für mich ist es leider langweilig. Schaust du Animes? Tu ich, Haku, ja. Ich kenne auch Yu-Gi-Oh! Exakt, tu ich. Ich würde das Kampfflugzeug bauen. Für die alternativen Lohnrunden haben wir ja in Runde 40 einen Moab, ein Wehr-Moab. Und ich glaube, da kann es sich schaden, wenn wir ein bisschen die Anti-Moab-Raketen schießen. Hast du eine gute Taktik für Chimps? Such einfach auf meinem Kanal nach Chimps oder Schimpansen-Modus, Konstantin. In den Videos habe ich ja Chimps entsprechend gespielt und einige... Ich benutze meistens immer dieselben Türme. Also erstmal hier benutze ich halt öfters den Großmeister Ninja mit Shinobi-Taktik, ist eine gute Möglichkeit. Oder den Zorn-Avatar mit den Zorn, mit den Platzlust. Also die Kombination ist auch sehr interessant. Ist sicherlich auch sehr stark, aber es kostet auch 50.000. Weiß nicht, ob das so einfach funktioniert. Mein Lieblingsanime ist wahrscheinlich No Game No Life. Aber Assassination Classroom, SAO, Death Note sind auch exzellente Animes. Schau dich mal nach der Schule. Freut mich, Lenny. So zum Runterkommen, zum Entspannen vielleicht. Bald kommen dann Regenbogen Tarns und Keramiks. Tarns bauen Nekromant. Ich kenne keinen Nekromant, das bringt nichts. Wenn ich hier unten Nekromant baue, die müssen hier vorne gebaut werden, die Nekromanten. Da muss ein Schimmer hin, dass die enttarnt werden. Das kann ich nicht machen. Ich kann nur hier unten hinsetzen. Nur in diesen Quadranten kann ich was hinsetzen, im Koop. Was ist eine gute Strategie für alternative Blumenrunden? Der Ninja-Affe. Priorität auf den Ninja-Affen. Auf 402. Und am besten Obi noch mit dazu. Er hat einen Nekromanten, wunderbar. P2 kriegt noch ein bisschen Kohle von mir. Kennst du My Hero Academia? Ja, kenne ich, aber gefällt mir nicht so. Wie findest du Tokyo Ghoul? Ich habe die ersten 3-4 Folgen gesehen. Ist nicht mein Geschmack. Ehre, mein Termin ist das nächste Woche. Uff. Ich habe mich gewundert, warum am Sonntag. Verstehe ich auch nicht. Wir können ja auch mal einen neuen Command einführen. Ausrufezeichen Beste. Ausrufezeichen Beste. Stärkste. Held Adora. Effektivster Held Benjamin. So. Activate Command, das heißt Marcel, du kannst jetzt irgendwo ruhig Ausrufezeichen Beste. Beste? Beste, ja. Beste? Beste, ja. Machen wir Bester. Ja, Beste klingt komisch. Bester Held. Okay. Hast du Netflix? Habe ich Takarite, ja. Auf Netflix gucke ich auch ziemlich viel. Hast du schon Code Geass gesehen? Wenn ich den Anime gibt, ist auf Netflix echt cool. Ich habe die erste Folge, glaube ich, gesehen. Ich wollte weiter gucken. Ich habe so vieles zum Gucken. Welchen Skill würdest du erst in BT6 leveln? Alle, Simpi. Weil in jedem Skilltree gibt es ein interessantes Wissen. Die Vorstellung des Affenwissens kann ich dir gerne als Playlist in den Chat posten. Da hört ihr einfach mal alle Videos an. Und dann überzeugt dich oder trifft dann eine eigene Entscheidung. Seven Deadly Sins auch geguckt. Bis Part 13, 14. Aber ist auch ziemlich langweilig geworden für mich. Overlord genauso. Part 6 oder 7 türmt mich auch nicht mehr so an. Ich habe jetzt wieder mit Death Note angefangen, weil es einfach interessanter ist. Kennst du Vikings auf Netflix? Nee, Vikings könnte ich gucken auf Amazon Prime auch. Habe ich aber nicht angeschaut bisher. Dann machen wir den Challenge. Jetzt machen wir Artilleriegeschütz und Blumenmeister. Ups. Rules are made to be broken. Kennst du Devil is a Part-Timer? Ja, habe ich auch schon durchgeschaut. Und Erased habe ich auch schon durchgeschaut. Und bei Devil is a Part-Timer habe ich irgendwie... Ich habe das Ende jetzt nicht mehr im Kopf, was es gewesen ist. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich gesehen habe. Guys?
Kennst du nur Star Trek? Ich bin kein Fan von Star Trek, kein Fan von Star Wars. Überhaupt nicht, total upturned für mich. Popcorn süß oder salzig? Ich mag lieber süß. Ich auch lieber süß. Wobei ich letztens auf der Kindergeburtstagsparty gesalzenes Popcorn mit Paprikapulver gegessen habe. Auch super lecker gewesen. Also gesalzenes Popcorn allein, aber Paprikapulver dazu, voll lecker. Hi Berger, kennst du ReZero? Ne, kenne ich nicht. Das ist von Tokyo Ghoul, oder? Magst du an Game or Life die edgy Szenen oder die Story? Ich mag es einfach, dass sie so perfekt sind. Dass sie so intelligent sind. Ich liebe Serien, wo intelligente Protagonisten sind. Genauso wie Suits, die Rechtsanwaltsserie. Auch die Rechtsanwälte, die sind einfach top klug. Top klug. Kannst du vielleicht mal eine Einzelmission machen? Meinst du Singleplayer Leon oder wie? Dann meckern alle wieder, dass ich Koop spielen soll. Und da wir jetzt tatsächlich noch mehr Koop-Missionen offen haben, Koop-Medaillen, Ausrufezeichen Rest. Da steht, wie viele Medaillen wir noch farmen müssen, sowohl für Singleplayer als auch für Multiplayer. Ich muss gleich leider ausmachen, da ich einen Fußball habe. Versuch 9. Alles klar. Sag mal, was findest du besser? Hilly Schmopter, Apache Prime oder Affenfilgas? Lieber den Affen Apache Prime. Ah, deswegen magst du auch Death Note. Exakt. Weil Light einfach, weil es einfach so perfekt funktioniert, ja. Einfach super intelligent. Super clever. Max, kennst du Splatoon? Ich kenne es nur vom Namen her. Ich habe es nicht gespielt. Ich habe auch keine Konsole dafür. Yeah. Takaoka-Sensei oder Karasuma-Sensei? Boah, wer war denn Takaoka gewesen? War das nicht dieser Militärtypi gewesen? Takaoka. Takaoka-Sensei. Der zweite. Also, Karasuma. Das letzte von dem Anime Attack on Titan auch sehr gut. Leider habe ich bisher nur Staffel 1 geschaut, weil alle anderen bisher irgendwie nicht auf Deutsch verfügbar sind, scheinbar. Hi Toxic, ja, guten Morgen. Steht am Sonntag bis 12 Uhr schlafen und morgen vielleicht wieder Schule, wa? Hi, I'm Groom. Fändest du L oder Nier schlauer in Death Note? Ich mag L einfach viel mehr. Mich stört einfach das Nier und wie heißt der Beppo? Meppo? Der andere Typ da. Sie ist so eine Fehde liefern. Das macht das total langweilig. Finde ich. Was magst du mehr, BT6 oder BT5? Haben wir nicht bei. Ich hab doch aber irgendwo schon einen. Ach, witzig. Ausrufezeichen besser. Ich hab überlegt, den Command habe ich noch, aber es war ja Ausrufezeichen bester ist der Held. Ausrufezeichen besser ist der Vergleich zwischen BTD5 und BTD6. Du kannst dir das 20 Minuten Video gerne angucken, aber da sage ich, was ich an BTD5 und BTD6 besser finde. In dem Video. Als kurze Antwort, BTD6 finde ich besser, aber warum findest du in dem Video? Welchen Anime hast du? Ich hasse kein Anime. Wenn ich ihn nicht gut finde, dann gucke ich ihn nicht weiter. So einfach ist das. Executing Hack. Was hältst du von GP? Was soll ich von ihm halten? Ich kenne ihn überhaupt nicht. Ich kann mir keine Meinung dazu bilden, weil ich ihn nicht kenne. Mein Lieblings-YouTuber ist keiner. Weil ich keine YouTuber gucke. Ich gucke eher Streams. Es gibt ein Affenwissen, das heißt fortgeschrittene Fliegerstaffel, in der mehrere Affenasse Angriffe fliegen.
Wahrscheinlich ist damit dieser Wing-Skill gemeint, der hier. Der Wing-Monkey, der da. Eine andere Art des Angriffs. Sodass die immer auf die Balloons direkt drauf fliegen. Könnte sein, dass es das ist. Was hältst du von Mainstream-Anime? Es hat schon einen Grund, warum die zum Beispiel sehr gut sind. Ja, finde ich nicht verkehrt. Wie gesagt, wünsche ich mir den Bloonhexer im BT6. Ich auch. Mal gucken, ob sie es reinbringen noch. Es gibt Attack on Titan Staffel 2 auf Deutsch, aber nicht auf Netflix. Auf Amazon Prime scheinbar auch nicht. Und ich habe keine Lust mehr, noch einen dritten Streaming-Anbieter zu holen. Machst Videos, aber schaust keine Videos von anderen. Läuft. Weil ich eher Streams gucke. Hi Doug, ich bin Luan und feiere deine Videos und Streams mega. Danke für diesen super Kanal. Kuss geht raus. Danke dir, mein Lieber. Oder meine Liebe. Luan? Ja, ist ein männlicher Name, denke ich. Danke, mein Lieber. Wie bekommt man einen Wing Monkey, indem man das Affenwissen freischaltet? Das bestimmte halt, was man benutzt. Ausrufezeichen Update. Da gehen wir die ganzen Neuerungen aus Patch 15 durch. Welche Türme sind, wie du findest, schlechter im BT6 geworden? Der Alchemistische, der Affenpionier ist schlechter geworden. Ja. Der ist halt nicht mehr ganz so stark. Ansonsten ist eigentlich keiner wirklich schlechter. Hier, der Eisaffe ist noch schlechter geworden im Vergleich zu BTD5. Weil sein arktischer Wind eine ziemlich kleine Range hat. Ich liebe deine Videos. Guck, seit du 20.000 Abonnenten hast. Danke dir. Hey, Eaxus. Irina Sensei oder Koro Sensei? Lieber Koro Sensei. Wobei ich sagen muss, nachdem Irina halt mitbekommen hat, oder hat eine richtige Lehrerin geworden ist, fand ich sie auch ganz cool. Und nicht mehr eine primäre Auftragskillerin. Bei uns jetzt Dollar, Wind da und Himmelgrau, nice. Ich hoffe, ich werde. Also, bisher sind die Bäume in Ordnung bei mir, aber bei mir in Berlin kommt ja auch nicht viel an. Hello, Perform, High Filme for me. Ich glaube, das Geld macht das Spiel kaputt. So sieht's aus. Wir machen dann noch einen Command doppelt. Ja, machen wir noch einen neuen Command. Ups, Ausrufezeichen. Doppelt. Doppeltes Geld kostet zu viel. Echtes Geld. Und macht das Spiel kaputt. Keine Kaufempfehlung. Bist du fertig, P2? Es nervt. Na, falls euch die Leute fragen, was hältst du vom Doppelt-Geld-Modus, können wir jetzt immer sagen, Ausrufezeichen doppelt. Achso, noch dazu können wir packen. Keine Kaufempfehlung, ich besitze den Modus auch nicht. Welchen Skin findest du am besten? Ach, der Wolfpack-Skin Quincy ist schon ziemlich nice. Aber wir haben gerade ein kleines Problemchen. Aber wenn ich genügend gegen Tarn habe. Achso, Runde 63 ist das. Wir bräuchten hier mal für P4 einen Radarscanner. Für dein Affendorf. Kannst du dir gleich mal kaufen. Na, damit deine hier radarieren können. Wobei, eigentlich dürften die angreifen. Ich weiß doch nicht, was er hier mit den Affendörfern bezweckt. Aber gut. Moin, Chromium, mir geht's gut und dir? Schlechteste Anime habe ich dir gerade schon beantwortet, God of Anime. Es gibt keinen Anime, den ich schlecht finde, wenn ich ihn. Also, Hass-Anime. Wenn ich ihn schlecht finde, gucke ich ihn einfach nicht. Und dann habe ich ihn auch nicht mehr im Kopf. Dann ist es sowas von schlecht, dass ich ihn nicht mehr im Kopf drin behalten möchte, weil es einfach zu viele gute Animes gibt, die man im Kopf behalten möchte. Wenn man doppeltes Geld kauft und halbes Geld spielt, um mit normalem Geld zu spielen,
Es gibt Attack on Titan Staffel 2 bisschen nur auf DVD. Vielleicht in der deutschen Version, aber die normalen gibt es halt auch in vielen verschiedenen Portalen. Kannst du ein Video machen, wo du sagst, welche Zweig in welchem Turm am besten ist? Du kannst, IMGO, dir meine Turmvorstellungsvideos angucken. Jeder Turm hat ein eigenes Video erhalten. Ich gehe jeden einzelnen Zweig, jeden einzelnen Skill durch und teste die Stärke. Du kannst dir gerne ein Bild selber davon machen, was für dich das Beste sein könnte. Mein Lieblingsfilm 28 Days Later, ein Zombie-Survival-Film. Ich bin Free-to-Play und ich finde das Spiel... Ich finde, der Spielmodus doppeltes Geld macht das Spiel kaputt. Ich war bei meinem Freund, der hat doppeltes Geld und Schimpansen und alles war voll einfach. Schimpansen funktioniert der Doppelt-Geld-Modus nicht. Da brauchst du weiterhin Skill. Deswegen, Leute mit Doppelt-Geld werden nie im Leben, wenn sie den Geldmodus nutzen, Schimpansen schaffen können. Weil sie einfach keinen Bezug mehr zu dem normalen Geld haben. Habe dank dir meinen ersten Black Sun God bekommen. Danke, kein Ding, Masterling. Viel Spaß dabei. Was hältst du von Sharknado? Ist auch ein Film, oder? Gibt's irgendwie, ach nee, das war Weißer Hai 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter, wo etliche Filme sind. Sharknado habe ich nicht wahrscheinlich schon mal gesehen, aber er ist mir nicht so positiv im Gedächtnis geblieben. Schindlers Liste zum Beispiel ist auch noch ein exzellenter Film. Nicht der damaligen Geschehnisse gewidmet, sondern einfach, dass der Film das aufzeigt und Liam Neeson. Liam Neeson ist einfach ein Top-Schauspieler. Super sympathischer Typ. Man kann die zweite Staffel auf Anime und Demand, was kostet? Siehst, ich habe halt zwei, ich habe Amazon Prime und ich habe schon Netflix. Ich will nicht noch eine dritte Streaming-Plattform haben. Wie findest du die Kombo Bombenblitz und Ezidis Opferturm? Wie soll ich sie finden? Ich habe sie noch nicht benutzt und ich weiß auch nicht, was das bringen soll. Bombenblitz ist ein T5-Turm. Achso. Bist du sicher, dass das funktioniert? Können wir gleich mal testen, wenn ich es nicht vergesse. Ich hatte aus Versehen Chimps geschrieben, wollte das löschen, war doch da, sorry. Kein Ding. Die Turmvorstellung habe ich schon alle gesehen, wie viel XP hat ein Turm mit der meisten XP hat. Müsste entweder das U-Boot sein, 10,9 Millionen Erfahrung. Oder der Ninja-Affe, 10,4. Okay, das U-Boot hat 10,9 Millionen Erfahrung. Der Wurfeifer müsste auch schon ziemlich weit sein, 7,3 Millionen. Ich glaube, weitere hohe habe ich jetzt nicht. Der Sniper, klar, 4 Millionen. Standardmäßig halt. Oh, 6,2 Millionen, der Zaubereraffe, interessant. Der Alchemist auch schon so viel. Das ist Shit. Ja. U-Boot, Ninja-Affe und Wurfeilaffe haben die meisten Erfahrungspunkte. Helikopter, was ist das Helikopter? 2,7 Millionen, das ist jetzt nicht so viel. Wie findest du die Serie Iron Fist? Gar nicht gesehen. Sagt mir nichts. Wenn du nur Anime auf Netflix schaust, würde ich eher Anime on Demand empfehlen, weil es dort viel mehr Animes gibt. Ich schaue ja nicht nur Animes. Netflix ist ja auch um richtige Serien, also Real-Life-Serien zu sehen. Es gibt übrigens auch eine Gratis-App, wo man Animes gucken kann, die auch tatsächlich legal ist, wo du halt, die sich halt durch Werbung finanziert. Oder du kannst ja Geld bezahlen, damit Werbefreiheit ist. Ja. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie die Seite mir hieß. Mein Kumpel hat sie mir schon so oft erzählt und ich habe sie immer wieder vergessen. Crunchyroll? Nee, Crunchyroll war es nicht gewesen. Nee. Crunchyroll war es nicht. Crunchyroll musst du, glaube ich, bezahlen monatlich, oder? Nee, es war eine ganz... Es war eine komische Windows-App, glaube ich. Ich guck mal ganz so... Nee, Crunchyroll war es nicht. Crunchyroll kenne ich ja. Aber das musst du bezahlen im Monat, glaube ich. Oder Werbung zwischendurch mal angucken, das will ich ja auch nicht. Alexander, es liegt an Koop, dass es leckt. Ne, wie du siehst, mein Turm bewegt sich ganz flüssig. Nur die Blumen stocken, weil es Koop ist. Koop ist leider sehr negativ. Was ist dein Lieblingsmap? Ich habe keine Lieblingsmap. Nee, BS. Nee, das ist auch nicht, Carsten. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Brauchst du mir. Keine Ahnung. Lavrus Sensei oder der Todesgott? Ah, der Todesgott war schon cool. Ich muss jetzt essen. Hau rein, Martin, lass die schmecken.
Anime for You könnte es sein, ja. Das könnte es sein. Meine Lieblingsserie, meine Real-Life-Serie ist, glaube ich, Suits, die Rechtsanwaltsserie. Das ist eine sehr, sehr gute Serie. Also, Anime-unabhängig. Eine normale Serie. Meinung zu Portal, ich habe es nicht gespielt und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich spielen möchte. Darf man, wenn man da rein, in die Runde mit reinkommt, Monkey Crates nutzen? Klar, du kannst alles nutzen, Dakini. Ich habe auch heute schon eine Singleplayer-Mission gemacht, die Real Fake. Aber wir machen gleich nochmal eine Singleplayer-Mission. Ich habe Bock auf eine Singleplayer-Mission. Schlechtester Held? Churchill und Striker Jones. Kannst du mal bitte 99 Kopter auf einer Map machen? Ich liebe deine Videos, die haben mich schon viel gebracht im BT6. Dann mach es gerne selber, Darius. Da du BT6 hast, kannst du die Helikopter selber bauen. Ich sehe keinen Sinn darin. Hau rein, Matthias. Wie viel Experte eine Farm? 4,3 Millionen Erfahrung hat die Bananenplantage. Hey, ja, habe dich gestern auf YouTube mit deiner Playlist gesehen, BT6, und dann habe ich angefangen, wir sind jetzt schon bei Folge 80. Nice, Vinizier. Viel Spaß aber mit den letzten, mit den weiteren 700 Folgen, die derzeit online sind. Oder 600 Folgen. Und die nächsten 700 Folgen, die noch kommen werden. Kannst du mal BT The Battle spielen? Ich habe es gespielt, ich finde es nicht gut. BT Battles ist für mich Schmutz. Ich weiß noch nicht, warum wir jetzt einen Superhafen schon benutzt haben, aber gut. Dann sollte er doch lieber Ground Zero. Ach, hier hat er noch gar nicht. Da hat er schon Ground Zero schon. Naruto hat 2 Euro gespendet per Superchat. Meine Tastatur kann nicht nur groß schreiben. Ja, vielen Dank, mein Lieber. Kriegst du Popcorns? Keine Ahnung. Das Maximum, glaube ich, was es damals mal gab. Naja, das ist ja, diese 4 Millionen war ja damals mal ein Maximum, also 400 Millionen mit dem schwarzen Sonntag. Das haben sie ja mittlerweile, glaube ich, erhöht. Was machst du heute so nach dem Stream so dark? Ich werde was essen. Ich werde YouTube-Videos aufnehmen. Ich werde YouTube-Videos verarbeiten. Ich werde Community-Arbeit machen, das heißt Kommentare beantworten. Ich werde auf dem Discord schreiben. Ich werde mir Streams angucken. Und ich werde noch ein bisschen lernen, gegebenenfalls, weil ich muss morgen meinen Eignungstest schreiben. An der Uni. Das letzte Puzzlestück, was meinem Studium noch im Wege steht. Also lernen im Sinne von Allgemeinwissen lernen, zum Beispiel wie man Brüche rechnet. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie man Brüche rechnet. Ich weiß nicht, ob es drankommt, aber da kommt Allgemeinwissen dran, ne? Zahlenreihen weiterbilden, sagen, welches Tier mit den Multiple-Choice-Tieren am nächsten kommt, vielleicht Bruchberechnung, und ich will da nicht doof dastehen. Wenn es denn so kommen sollte. Wie kann man schnell leveln? Ausrufezeichen Erfahrung. Was willst du studieren? Ich werde soziale Arbeit studieren ab 1.3. Und da meinen Bachelor drin machen in 3,5 Jahren dann. Immer montags und dienstags. Habt ihr nicht frei wegen dem Sturm? Ich habe keinen frei, nee. Ich muss arbeiten. Wirst du auch mal was mit Trimax und G-Time in BT6 machen? Höchstwahrscheinlich nicht, weil sie kein Interesse daran haben. Gehe ich mal von aus. Ich muss morgen Deutsch, aber ich brauche ja nur die grundsätzliche Logik. Ja. Bei welchem Faktor, also mal plus geteilt durch die untere Zahl, ich glaube Nenner war es, glaube ich, gewesen, auf eine Stufe bringen muss und wann nicht. Also es gibt ja Logiken dafür. Ich will nur die Logiken wissen. Noch einmal, ist ja schon wieder 15 Jahre her. Nee, ist gelogen, 11 Jahre her. Seitdem ich das gebraucht habe. Verdienst du im Moment eigentlich mit YouTube so ein bisschen was? Ja, ich habe auch damals ein bisschen was verdient, aber ich bin davon nicht abhängig. Wenn ich es nicht verdienen würde, wäre es mir auch ziemlich egal. Ich bin gerade bei meinem Medizinstudium da, das sind so viele Klausuren im Moment. Oh, Leander, dann halte durch.
Zähler oben, Nenner unten. Nächste Zähler weiß ich schon gar nicht mehr, was das so heißt. Wenn du Bardo, Stan und Mr. Mo Fanboy Koop spielen, wäre es cool. Aber Fred spielt keinen BTD6 mehr. Ich glaube, der hat da keinen Bock mehr drauf. Gibt's einen Discord-Command? Versuch doch einfach mal Halo. Ausrufezeichen Discord. Hast du auf Discord angekündigt, den Stream? Habe ich, Peter. Moin, Monsterkiller. Wie komme ich über Runde 500? Es wird schwer. Mein Band der Beste war 497. Nice, Colin. Aber wird schwer. Irgendwann funktioniert es aber nicht mehr. Ich habe letzte Nacht immer deine Folgen gesehen und habe dann synchron dieselbe Mission wie du gemacht und dann immer dieselbe Taktik wie du benutzt. Lol. Nice. Hi Alexis. Hi Marvin. Kann man Minjun auf Stärkste stellen? Kann man nicht. Der hat keine Kategorie. Der Trojaner heftet sich automatisch an den Stärksten. Wenn man zwei Brüche teilt, muss man den Care-Wert mal nehmen. Sowas halt, ne? Welche Sportart findest du am interessantesten? Tischtennis und Dart. Moin Supreme. Grundsätzlich kann jeder mitspielen. Es ist halt immer sehr glücksabhängig. Ich werde erst mal eine Singleplayer-Mission spielen. Und danach machen wir wieder eine Koop-Mission. Wieso hängt das? Weil es Koop ist. Ja, mein Turm bewegt sich ganz flüssig, wie du siehst. Ja. Es ist leider... sind leider die Bloons, die stocken. Weil es einfach Koop ist. Bullseye. Na, lieber Triple 20. Ich spiele Tischtennis noch. Ich habe auch mal Tischtennis gespielt. In einem Verein. Kurz bevor ich nach Berlin gezogen bin. Weiß noch, bei BT5 wurdest du manchmal ziemlich laut, würdest, wenn man dir gespendet hat. Echt? Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Wie Benjamin immer in der Ecke stehen muss, er tut mir leid. Ja, die arme Sau. Ich glaube, er ist zufrieden, wenn er alleine ist. Ich glaube, er wird einfach ein bisschen seine Ruhe haben. Die Taktik mit Kanone 05 und LCD geht. Okay, nice. Habe auch Tischtennis im Verein gespielt. Ja, hat auch Spaß gemacht. Wie gefällt dir Berlin? Ist ganz cool. Also im Vergleich zu einem Dorf, wo ich herkomme, natürlich was ganz anderes. Weil du ja einfach rund um die Uhr Action hast. So, na gut, dann hat hier noch einer. Ja, keine Ahnung, $10.000. Jetzt kann man den ZOMG killen. Er hat 37.000 Popcorns. Hast du noch BT4 gespielt? Habe ich, hab's allerdings nur angespielt, Abfall einer. Weil das Spiel hat ja keinen Content eigentlich. Gehe ich mit meinem Freund ins Kino. Was guckt er für einen Film, Creep? Machst du Sport, wenn ja, was denn? Ich derzeit keinen expliziten Sport. Ich bewege mich ja ganz viel mit den Kindern, die ich halt zitte. Draußen halt irgendwie auf den Spielplatz gehen, rutschen, Fußball spielen, wenn sie größer sind. Sowas halt. Wer ist der Lieblings-Dartspieler? Phil Taylor, der nicht mehr spielt. Der war mir super sympathisch gewesen. So, ich geh jetzt aufbauen, eine Pause vom Handy. Hau rein, Marcel. Schön, dass du dabei warst. Mein Hund guckt gerade mit. Peter Wright Weste kenne ich gar nicht mal. Sag ich über PT6 mit den Kindern auf gar keinen Fall. Ich spiele gar nichts Technisches mit meinen Kindern. Also mit meinen Kindern, mit meinen Sitting-Kindern. So, P2, du bist mir ziemlich auf den Sack gegangen, das ganze Spiel über. Ach Gott, ey. Nein, Konstantin, darfst du nicht. BTD6 kann man nur über den offiziellen Playstore downloaden.